Hallo Internet und hallo YouTube, willkommen zurück zu Total War Room und zurück zu Pontos. Ja, wir kommen zurück zu Pontos. Jetzt müssen wir Pontos suchen gehen. Wo sind wir zu Hause? Irgendwo hier. Sinope. Und die Hunger haben wir gerade. Oh, wir haben minus 3. Oh, wenn das verpasst. Dann muss ich irgendwas verpasst haben mit der Nahrung. Also noch zwei Runden deswegen. Minus 4 Nahrung. Oh weh. Die Comedia Trapezas. Mal kurz unsere Einheit darüber. Die mit. Ich glaube, wir haben nur eine Armee. Ja, wir haben zwei Armeen, ja. Noch eine Armee. Ein bisschen unübersichtlich gerade. Länger Zeit nicht gespielt, da kommt nur plötzlich was, wie immer. Nicomedia. Wo geht die? Nach Antea. Ziehen zu den Odysseen rauf, glaube ich. Barzen, Avena, Galatien. Also, so klar, sonst die nachrücken werden. Können wir zumindest fliehen. Die ziehen nochmal nach. Das Problem ist natürlich, die Einheit ist weg. Sollen wir es probieren? Wir probieren es. Schlacht von Pessinius. Meistens ist es unnötig, das probieren, und meistens sollte man es nicht schaffen. Aber vielleicht gibt es Überraschungen. Vielleicht schaffen wir das unfassbar doch. Vielleicht schaffen wir es unfassbar und gewinnen dieses Duell doch. Aber wie gesagt, ich bin ja sehr skeptisch. Vergessen, ist ja klar. Wurscht. So, schauen wir mal kurz, was wir machen. Sind definitiv natürlich in der Vorteillage. So, dann hätte ich einen Fall Angst gehabt. Er macht mir die Frontlinie zu. Aber die sind echt ein bisschen angeschlagen. Auf dem gar Kavallerie mit. Ich meine, doch, sind wir ganz schön dumm aus. So, und die Einsatz immer noch vor. So, so zu erinnern. Starten wir's. Nehmt euch Zeit, um die Benutzeroberfläche in der Schlacht zu studieren. Drückt Felder und klickt auf Bilder, um Details zu ihren Funktionen zu erfahren.
Ich versuche es ganz aus dem Beginn ran. Schau, was die machen. Die müssen bergauf, mir nicht. Der noch zum Einsatz dazu. Der noch zum Vierer. So. Schauen wir mal, was das wird. Nur nicht blinken, Jungs. Setzt den Feind unter Druck. Sag ich mal, was das bringt. Wahrscheinlich nicht viel. Das war ein misslungener Angriff mal. So, schaut's hier aus. Nicht so gut. Unsere Verluste haben wir klar. Verfolgen, aufnehmen und attackieren. Jetzt erkennen wir auch ganz allein da drin. Helfen wir dem General. Ja, das war klar. Ich hatte nichts anderes erwartet gehabt, eigentlich. Die Taktik war eigentlich nur so viele wie möglich vom Feind Gegner mitzunehmen. Das war die Taktik hier. Schauen wir, was sie da machen, die Unsigen. Sie kämpfen zumindest. Kann man ihn nicht vorhalten, sie kämpfen. Fetter Mann. Aber die Niederlage, die waren es im Vorhinein schon klar. Ach, jetzt kommen die noch von hinten. Ja gut, okay. War klar. War klar ein Ansatz. Haben wir es versucht. Aber kläglich gescheitert. Kläglich gescheitert. Ja, kläglich. 283 haben wir mitgenommen. Ja, böse das nichts, hätte ich gesagt. Ja, wir haben den Anführer verloren. Ein Kommandant weniger. Bitter, 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 bitter. Nicht mal 5,5 Minuten hat der Kampf gedauert. Bittere Niederlage.
sehr bitter in die Nase. Ja, die Truppe war ganz schön, aber sie waren als Schatz geschwächt. Sie waren geschwächt. Das muss man halt anerkennen. Das war ein schwerer Schlag. Aber sie leben noch. Die Truppe, die Einheit lebt noch. Die ist noch nicht ganz zerstört. Ja, wenn wir jetzt mal eine bittere Niederung um eins nehmen, die Galaten. Ja, und jetzt kommt natürlich die nächste Attacke. Wow. Also jetzt kommen die Sklaven auch noch auf Ankyria. Viele Pferde. Das müssen wir austragen. Das müssen wir austragen. Den Angriff könnten wir vielleicht abwehren. Könnten wir vielleicht mit viel Glück. Kommt man darauf an, wie wir uns aufstellen. Schutz und eins. Und sie haben eine viele Optionen. Ob es noch Überraschungen gibt. Es gibt aber noch einen Eingang, oder? Ich habe den zweiten gesehen, den nicht, oder? Ja, über Wasser könnten sie noch kommen, es ist bezweifelt, dass sie kommen. Jetzt haben wir ihn mal. Ah, das ist eine blöde Idee. So, ihr bleibt hier. Reicht sich nach vor. So, break mass. Schauen wir mal. Jetzt interessiere ich jetzt aber nochmal auf eine Einheit. Also gehe ich denen entgegen, aber das bringt uns hier gerade nichts. Lass mir entgegengehen. Aber mehr Verlust, dass die Sache gut ist. In der Pferdeinfanterie. Pferde sind natürlich dumm. Wichtig ist, um auf jeden Fall die unter Kontrolle zu kriegen. Das ist definitiv vernichten. Was ist denn jetzt los? Was
lauter Zeug stehen, das Tor die ganze Zeit aufgeht. Ja, so können wir uns wehren. Wie die Männer wanken. Oh, wir haben einer von was auch. So, den habe ich rausgeschickt. Ups. Wir können schon besucht haben. Einer drüber ziehen. Zeit wird es richtig interessant, die kommen. Gehen wir den Kampf an. Unser Steinschleuder rausziehen. Der hat auch schon gekämpft. Noch keine einer draufziehen. Das bittet, was abläuft. Das hätte man auch anders lösen können. Wieder. Und man hält noch immer dagegen. Helle Generale. Du musst auch kämpfen. Leider. Es müssen alle kämpfen. Wir leben jetzt die zweite Niederlage hintereinander. Mitten rein im Polk. Aber da geht's zu. Schon immer mehr statt weniger. Da muss ein bisschen anders. Versuchen wir zwei Frontenkrieg. Viel zu viele Pferde. Das ist das Problem hier gewesen gerade bei uns. Ach, sie halten sich wacker. Sie halten sich noch immer wacker. So. Jetzt greifen wir von hinten an. Jetzt noch ein bisschen um sind. Da sind sie jetzt mal oben. Ach, immer nicht. Die brauchen noch ein bisschen da oben sind. Ist noch viel zu mal weggeschnetzelt. Aber jetzt.
Das kommt von hinten, der General. Sagt mal hallo von hinten. Das ist interessant, das Geschnetzel einfach. Schauen wir ein bisschen zu. Verloren haben wir sowieso. Da fährt die Eisenbahn drüber, YouTube. Leider. So, dann haben wir beide Einheiten verloren. Zum größten Teil. Ne? Routinelage Wikipedia ist. Sehr bitter. Ja, wir wären es aber gut. Mach immer. Trotz der Zahl ein bisschen Überlegenheit. Das Feind ist. Zeigt sie zurück, Jungs. Boah, die kämpfen gut. Noch immer gut. Wir geben sie nicht auf. Unsere Verluste sind extrem hoch. Vorstoßen angreifen. Nächster Zurückziehen gibt es nicht Angriff. Rückzug wird nicht akzeptiert. Zurück ins Gefecht. Müssen wir einen Durchbruch erschaffen mal. Hoppla. Ja, da kommt schon das Grauen. Da werden wir tief vernichten. Da haben sie keine Chance. Das wird echt schwer. Ja, das wird richtig schwer. Also er hat noch immer dagegen. Jetzt geht die ganze rechte Flanke, linke Flanke an und auch die rechte Flanke. Eine Einheit noch. Ja, die ist eigentlich auch schon weg. Das war klar. Bittere zwei Niederlagen jetzt. Zwei Niederlagen, die wehtun. Das heißt, wir müssen dann Kyria zurückerobern. Das war jetzt ein Desaster rundherum. Leider. Ja, mir fehlen die Worte. Etwas fehlen mir die Worte, YouTube. Au. Und wieder ganz klar weg. Ja, bitter. Sehr bitter.
Jetzt haben wir einen neuen Kommandanten. Viele haben Metall zur Verfügung. So, die einen hat. Ziehen wir nach Hause ab. Die einen hat. Hat noch ein Kyrie. Wir können forschen. Das ist mir jetzt gerade wurscht, dass nach der bitteren Niederlage zur doppelten Schlagniederlage. Sonst 30 Lager machen mach. Ja. Weiter geht's im nächsten Part. Das war jetzt ein bitterer Part. Danke fürs Zusehen.